Wir machen weiter mit dem Riati T2500 hier in Ausführung mit Orange G10 Titanium Griff Böhler M390. Das ist jetzt ein ganz kleines EDC Messerchen. Schön, mal ein bisschen Farbe im Spiel gebracht. Hier mit blauen Schrauben, grauem Titan, silberner Klinge und noch hier ein bisschen Blaze Orange Grip. Auch hier wieder, ne? Schau mal hier, diese innenlaufende Führung hier, ne? Dient als Anschlag innen, im geschlossenen wie im offenen Zustand. Das ist doch, seht ihr hier drin die Führung? Ich weiß nicht, ob man es erkennen kann, hier drin jetzt die Führung, ne? Wo diese Achse läuft. Genial gemacht. Ein richtig schöner kleiner EDC Box Cutter. Läuft super. Verschwindet in der Hand. Aber Bombe-Qualität. Drei Fingermesser. Daumen liegt schön auf. Ist da also gut Halt. Ja, und ihr seht das Logo hier, ne? Tashi Baroja Design. Das Ding ist auch hot. Ne, wer auf kleine Taschenmesser steht und die Top-Quali sucht. T2500. Aber auch hier noch schnell die Maße. Da das doch immer wieder Leute interessiert und ich spare mir die ganzen E-Mails hinterher. 3,2 mm Klinge, Phase für alle, die es interessiert. Das ist halt immer nur so ein bisschen geschätzt. 0,4, ich glaube, ihre Maschinen sind alle auf 0,4 eingestellt. Ja, hier natürlich etwas kleiner, die Klinge. Aber gefällt mir auch dieser Zwerg. Ja, kürzeste Stelle 6 cm, 60 mm Klinge, Gesamtlänge 14,3. Also wunderschön kleiner Stachel Boxcutter EDC, Gewicht 68 Gramm, ja, schick, gefällt mir auch gut. T2500 in der Ausführung mit orangenem G10. Auf zum nächsten Video, wir lassen es hier laufen, bleibt dran.